Ja, ciao zusammen. Ich möchte euch im Namen vom AFV all zusammen ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Armando Granzotto, WK-Präsident, und ich bin heute einfach dabei, weil es mich erstens auch ein bisschen betrifft und zweitens, weil es mich interessiert. Ich habe die Vorführung, wo die Jan Schenk noch einen wird machen, auch noch nie gesehen. Es geht ja um das Captain Only. Und ich denke, das ist eine Top-Sache. Und der Jan wird euch das nachher näher bringen. Wichtig ist noch, wir werden den ganzen Call aufzeichnen, einfach, dass ihr das wisst. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Und wir haben da sehr ein buntes Publikum. Also, wir haben von Trainern über Schiedsrichter und Captains, ist alles ein bisschen dabei. Und das ist top. Und ja, jetzt hört ihr es mal, obwohl ihr an der EM sicher schon viel mitbekommen habt. Ich übergebe das Wort jetzt im Jan und freue mich. Schönen Abend zusammen. Super, vielen Dank, Armando. Auch von meiner Seite her willkommen zu dem Call zu Captains Only und dem IFAB Trial. Mein Name ist Jan Schenk. Ich tue die Schiedsrichterkommission leiten und bin hier schon länger mit dem Schweizer Fußballverband in Kontakt gewesen, diesbezüglich betreffend der neuen Weisung. Der Armando hat schon gesagt, wir haben es an der Euro alle gesehen gehabt, wie das gegangen ist. Es ist eine neue Regelung, die eingeführt worden ist, dass nur noch der Captain mit dem Schiedsrichter kommunizieren darf. Und zwar in Situationen, wo in Drucksituationen, wenn vielleicht schwierige Szenen sind, kritische Szenen sind, dass dort nur noch der Captain darf kommunizieren. Das Ziel von dem Ganzen, wo wir haben, dass wir das entsprechend können durchführen können, ist, dass wir den Dialog grundsätzlich wollen, verstärken zwischen den Team-Captains und dem Schiedsrichter. Es soll eine schnelle und eine direktere Kommunikation geben, also die Rolle vom Captain, die wird gestärkt. Das Ziel soll auch sein, dass man mehr Transparenz hat auf dem Spielfeld, dass man auch mal eine Entscheidung kann kommunizieren und auch mal mitteilen, was man entschieden hat und warum man das entschieden hat. Und dass man am Schluss mehr Spielfluss hat, weniger Reklamationen, weniger Mobbing-Situationen gegen den Schiedsrichter, wie man das nennt, und auch weniger Rudelbildungen. In dem Call-In sind auch die Schiedsrichter, Zweitliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Interregional-Schiedsrichter vom AFV. Sie werden wir an den Lehrübungen, die wir haben im Herbst, nochmal spezifisch schulen. Vielleicht wenn noch ein bisschen mehr ins Detail hineingehen. Für die Schiedsrichter heisst das, wir kommunizieren wie bis anhin weiterhin mit den Spielern und den Spielerinnen. Da ändert sich eigentlich nicht viel. Auch alle anderen Spieler dürfen weiterhin mit dem Schiedsrichter reden. Das ist nicht verboten. Aber einfach in diesen Mobbing-Situationen nur noch der Captain und der Captain auch nur respektvoll. Der Captain hingegen an die Spieler oder an die Mannschaften gerichtet, der hat die Verantwortung. Der Captain soll auch dafür sorgen, dass sich nur die Spieler oder dass nur er mit dem Schiri kommuniziert, also dass er auch Einfluss nimmt auf seine Mitspieler und denen eben sagt, wie das zu laufen hat. Also für die Schiedsrichter, ihr seid weiterhin aufgefordert, präventiv zu arbeiten, mit den Spielern zu kommunizieren und ja, ein bisschen aufzuzeigen, wie ihr das Spiel wollt, wie ihr das wollt leiten und was für eine Kommunikation ihr wollt. Ich werde nachher noch ein bisschen im Detail darauf eingehen, wie das jetzt genau läuft. Vielleicht schnell mit der History ganz kurz gesehen, wie das entstanden ist. Also an der Euro ist es ja so gewesen, dass die Captains-Only-Regelung gekommen ist. Captains-Only heisst eben, nur noch der Captain soll mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Dort ist es so gewesen, wir sind dort im professionellen Fußball und die Mannschaften, die sind frühzeitig von den Schiedsrichtern informiert worden. Also die Trainingslager, die gewesen sind vor der Euro, sind Schiedsrichter oder auch von der UEFA sind es gegangen in die Camps und haben die Teams besucht und haben ihnen mitgeteilt, wie das zu laufen hat. Dann vor jedem Match hat es am Vortag ein Briefing gegeben. Dort sind die UEFA-Delegierten und die Schiedsrichter sind dort vorbeigegangen und haben die ganze Kommunikation miteinander abgestimmt. Das war ein Spezialfall gewesen. So im Detail können wir es natürlich in der regionalen Liga nicht machen. Wir sind im Schweizer Fußballverband schon länger im Gespräch gsi diesbezüglich, auch mit dem SFV, eben, dass wir angemeldet haben, wir sind auch interessiert, dass wir das auch wollen. Wir haben positive Erfahrungswerte gehabt bei der Euro, es ist gut gelaufen. Und dann war es so, gewesen, dass der SFV bei dem IFAB, das sind die Regelhüter, das sind die Fußballregeln entscheiden, einen Antrag gestellt hat, dass wir so einen Test für das Captains Only dürfen in der Region machen. Also
Wir im Aargauer Fußballverband sind interessiert gewesen, hier mitzumachen, weil man es eine gute Sache findet und weil es einfach positiv ist, was an der Euro gelaufen ist. Und wir haben eigentlich den positiven Schwung, den wir dort gesehen haben, haben wir wollen mitnehmen bei uns im Regionalfußball. Das ist das IFAB-Trial, wo ihr auch ganz rechts auf der Seite seht. Auf das komme ich nachher dann noch mal ganz schnell, was das im Detail bedeutet. Nachher hat der SFV hat am 2. August mitgeteilt, dass das Captain's Own jetzt überall in der Schweiz kommt. Also wir haben jetzt eigentlich in allen Regionalverbänden, überall in der Schweiz, in allen Ligen, also von den Senioren 50 plus, über alle Junioren bis zu der Zweitliga, Zweitliga Inter, am Schluss bis in die Superliga, haben wir das Captain's Own. Das gilt jetzt überall. Das ist etwas, wo eine gute Sache ist. Und das gilt, das IFAB Trial, das gibt es eben weiterhin, das läuft wie zusätzlich. Das ist eine separate Schiene. Der Test, den wir jetzt hier machen, der läuft weiterhin. Und der wird aber nur in der Zweitliga regional, in gewissen Regionalverbänden, das sind zum Beispiel, also unsere Nachbarverbände, alle mit Ausnahme von den Solothurnen, der Solothurner Regionalverband macht hier nicht mit. Wird das eben auch noch ausgeübt. Ich zeige euch nachher, was es genau bedeutet. Darf man eine Frage stellen? Ja, Frage nehme ich nachher gerade entgegen, Frau Anja. Gut. Grundsätzlich, Hauptmessage von meiner Seite ist, wir wollen den positiven Schwung mitnehmen, der an der Euro und in den ersten Runden von der Super League und von der Challenge League und jetzt auch in der ersten Liga, ich bin auch als Coach in der ersten Liga unterwegs, hat das schon gesehen, dass es eigentlich gut läuft, den wollen wir mitnehmen. Wir wollen die Schrauben anziehen, also wir werden ein bisschen strenger, aber niemand hat das Interesse, dass wir jetzt hier irgendwie mit dem Hammer reinschlagen, wie wir es hier sehen. Und auch Lucky Luke, also solche, die einfach sofort Karten zücken und Karten ziehen, das wollen wir nicht. Das ist einmal die Grundmessage, die man kann sagen. Beim Captain Only, das ist so wie die erste Stufe. Der Schiedsrichter auf dem Feld, ich tue das noch schnell ausführen und dann können wir dir mal Fragen entgegennehmen. Der Schiedsrichter auf dem Feld in Situationen, wenn er sich bedrängt fühlt oder wenn Spieler auf ihn zuspringen und wollen reklamieren, macht eine Geste, wie ihr hier seht. Also er macht eine klare Geste, nach, die Hand ausgestreckt nach vorne, wo er sagt, dass die Spieler sollen fernbleiben. Die Spieler müssen dann einen Abstand haben von 4 Metern. Der Captain darf sich dort nähern und dann kann er respektvoll mit dem Captain kann er Situation diskutieren. Wenn jemand die Weisung missachtet, dann wird er verwarnt. Für die Schiedsrichter heisst das weiterhin proaktives Management, also tünt mit den Spielern kommunizieren, tünt den Captain auch einsetzen, wirklich, geht aktiv auf den Captain zu und tünt einfach sehr viel, wenn es geht, über Kommunikation lösen. Das ist das Captain's Only. Wir sind jetzt aber heute hier, um über das IFAB-Trial zu reden. Das ist eben das, was in der zweiten Liga eingesetzt wird. Und für das werde ich euch als allererstes einmal ein Video zeigen, wo ihr mal schnell den Ablauf von dem könnt anschauen könnt. Ich hoffe, das funktioniert bei allen. Und vielleicht den Ton noch anschauen. Man hört eigentlich nur einen Schiri, der pfeift. Gehen wir noch ein Video weiter. Das ist ein Fall, der jetzt gut funktioniert hat. Nachher gehe ich ganz schnell darauf ein, wie das läuft. Also, was wir hier gesehen haben, sind der Ablauf von dem Captain's Only. Der Schiedsrichter macht jetzt zusätzlich zu der ausgestreckten Handgestik, die wir gesehen haben vorher, macht der Schiedsrichter noch er tut die Arme verschränken über dem Gesicht, tut so die Arme verschränken und macht so eine Geste nach vorne, wo er dem Spieler zeigt, dass sie sich nicht nähern sollen. Dann ist es weiterhin so, dass nur der Captain darf, zum Schiedsrichter gehen und mit dem Captain kommunizieren. Das haben wir im ersten Video gesehen, das hat dort gut funktioniert. Alle anderen Spieler müssen einen Abstand von 4 Metern haben. Wenn der Spieler nicht
daran haltet, also wenn Spieler den Abstand nicht respektieren oder dann, nachdem der Schiedsrichter die Geste gemacht hat, sich ihm nähert und weiterhin unsportlich sich beschweren, sind die Spieler zu verwarnen. Und das ist eine spezielle Verwarnung, die in der zweiten Liga eingeführt wird. Die gibt es nur in der zweiten Liga. Die nennt sich IFAC-Verwarnung. Also die Schiedsrichter dann im Clubcorner sie eine Verwarnung rapportieren für unsportliches Verhalten und es als IFAB-Verwarnung deklarieren. Beim zweiten Video haben wir gesehen, dass ein Spieler und der Goalie aus grosser Distanz zum Schiedsrichter gekommen sind. Die beiden Spieler sind entsprechend zu verwarnen. Jetzt ist es mal schnell Zeit für die ersten Fragen. Ich werde im Nachhinein noch schnell auf zwei, drei weitere Punkte noch eingehen von dem IFAB-Trial und wir werden noch über die Sanktionierung bzw. wie der Schiedsrichter das rapportieren werden wir noch reden. Franjo, du hast eine Frage gehabt. Mach doch gerade dran. Ja, kurz. Du hast gesagt, Solothurn macht nicht mit. Und haben wir die Saison einen Austausch mit Solothurn? Oder wie läuft das korrekt. Genau? Ja, wir haben einen Austausch mit der Region Solothurn. Austausch heisst, drei Zweitligamatch im Aargau werden durch Solothurner Trios geleitet und hankerum gehen drei Aargauer Schiedsrichter Trios in Solothurner Verband und pfeifen in der Zweitliga drei Match. Das werden wir entsprechend mit Ihnen anschauen und euch entsprechend briefen. Zweitliga-Schiris von uns, die dort tätig sind, beziehungsweise auch bei uns. Ja, müssen wir den Schiedsrichter die Informationen geben vor dem Match. Und ab welcher Liga wird das eingesetzt? Also ab der zweiten Inter ist es dort überall? Nur die zweite Liga. Der IFAB-Trial mit dem Handzeichen hier ist exklusiv in der zweiten Liga regional. Also bei uns zweite Liga AFV. Gibt es noch gerade weitere Fragen? Ihr könnt auch die Hand heben, dann sehen wir es auch. Also. Gut. Ja, du bist auf Sturm. Merci. Also, wir haben jetzt gesehen, dass der IFAB-Trial und auch das Captain's Only bei Reklamationen gegen den Schiedsrichter eingesetzt werden können, oder eben in Mobbing-Situationen. Das ist das Captain's Only, das gilt in sämtlichen Ligen. Jetzt mit dem IFAB-Trial, mit dem Zeichen hier in der zweiten Liga, soll das auch angewendet werden bei Rudelbildungen. Das ist zusätzlich und das gilt nur in der zweiten Liga, wenn sich Rudelbildungen, also Spieleransammlungen, ereignen, dann ist es so, dass das Zeichen kann angewendet werden und der Schiedsrichter das entsprechend kann sanktionieren. Ich zeige euch dazu ein Video. Wir schauen noch ein anderes Video an. Also, Message dahinter ist grundsätzlich, die Schiedsrichter können das, die Geste mit den verschränkten Armen auch bei Rudelbildung anwenden. Eine Rudelbildung ist gemäss Reglement mit mindestens einmal Geld pro Team zu bestrafen für den Provokateuren. An dem ändert sich an und für sich nichts. Wenn jetzt also der Schiedsrichter die Geste macht bei einer Rudelbildung und dann muss der Spieler einen gewissen Zeitraum geben, dass sie auch auseinandergehen. Das ist ja nicht etwas, was innerhalb von 1-2 Sekunden passiert. Das muss man ein bisschen mit Augenmass anschauen. Es ist aber auch nicht ganz genau geregelt, wie viele Sekunden das sind. Das muss es auch nicht. Das Ziel ist einfach dort, die Spieler müssen das begreifen, dass man das nicht mehr will, dass das nicht akzeptiert ist. Der Schiedsrichter macht die Geste, wenn die Spieler nicht hören und wir also wirklich eine Rudelbildung haben, so eine Spieleransammlung,
dann sind all die Spieler, die dort beteiligt sind, sind gemäss Protokoll, wären die zu verwarnen. Es ist aber mindestens zweimal gelb. Wenn ich die Videos vorher angeschaut habe, vielleicht auch die Jury, wo du jetzt ein genauer hergeschaut hast, die erste Situation, ist jetzt das wirklich eine Rudelbildung gewesen oder nicht? Die sind kurz aneinander geraten, wieder auseinandergegangen. Ich glaube, das kann man mit Management lösen. Aber grundsätzlich merkt euch einfach, die Vereine und auch die Schiedsrichter, bei Rudelbildung kann man den IFAB-Trial auch anwenden. Und das Ziel ist es, weniger Rudelbildungen mehr zu haben auf den Aargauer Fußballplätzen. Das zu dem. Also, das ist wirklich der Unterschied, wo jetzt in der zweiten Liga, das ist exklusiv in der zweiten Liga, wo man das entsprechend kann so auch anwenden. Dann komme ich noch zum Thema Sanktionierung. Das Ganze ist so, dass man natürlich auch will, dass das entsprechend umgesetzt wird und dass es auch zu Sanktionen kommt. Wir haben jetzt gesehen, beim Captains Only und auch beim IFAB Trial, wenn der Schiedsrichter die Geste macht und sich Spieler nicht daran halten, tut der Schiedsrichter eine gelbe Karte aussprechen für unsportliches Verhalten. Und die Giris haben im Club Corner nur bei den zweiten Liga-Matchen einen separaten Strafgrund, den sie auswählen können. Das ist schon eine ewig lange Liste. Und dort müsst ihr IFAB-Verwarnung auswählen, das muss dort erscheinen. Wenn jetzt der Schiedsrichter die Geste macht und sich eine Spieleransammlung gibt oder Spieler sich eben gegen das Protokoll verstoßen und verwarnt werden, mehrere Spieler, dann tut der Schiedsrichter das nebst den Verwarnungen zusätzlich rapportieren unter besondere Vorkommnisse im Schiri-Bericht. Und das Ganze wird dann durch die Kontroll- und Strafkommission wird das ausgewertet und dann wird pro solchem Vorfall wird ein Abzug von 6 Strafpunkten in der Fairplay-Wertung wird dort sanktioniert. Also das ist etwas, was auch einen Impact hat. Das Ziel ist, dass das nicht passiert, dass man das nicht braucht, aber grundsätzlich ist es so, wenn der Schiedsrichter das Protokoll, also wenn gegen das Protokoll verstoßen wird und der Schiedsrichter entsprechende Verwarnungen ausspricht, dann muss er das entsprechend rapportieren. Da möchte ich noch eine Ergänzung machen. Wenn ein einzelner Spieler dagegen verstoßt, also der Schiri macht jetzt die Geste hier, ein Spieler kommt näher und motzt bei ihm, nicht der Captain, gibt es einfach eine geile Karte wegen IFAB-Verwarnung. Damit ist es erledigt. Wenn mehrere Spieler zum Schiedsrichter kommen und sich nicht daran halten, also wenn der Schiri mehrere Verwarnungen müsste aussprechen, oder wenn er Situationen hat, wo er die Spieler gar nicht identifizieren kann. Es wird schwierig sein, vom Feld 3 oder 4 geile Karten zu geben. Wegen dem, ehrlich gesagt, will man das auch gar nicht unbedingt. Wenn wir eine Situation haben, wo er die Spieler nicht identifizieren kann, dann in solchen Situationen tut der Schiedsrichter eben dann unter besonderen Vorkommnissen das rapportieren und dann tut die KDK 6 Strafpunkte für das aussprechen. Gut, dann bin ich jetzt am Ende eigentlich zu diesen Ausführungen, zu dem Captain's Only und IFAB Trial. Wir werden das Ganze morgen auf der AFV-Webseite mit einer News aufschalten, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Ihr habt von uns auch schon die Weisung bekommen, das ist so ein PDF. Das Ganze tun wir auch nochmal auf die Webseite drauf. Und der Call, den wir aufgezeichnet haben, den werden wir auch auf YouTube stellen und dann könnt ihr das entsprechend nochmal nachschauen. Genau, das wäre die nächste Kommunikation. Gibt es Fragen oder gibt es Ergänzungen? Armando? Ja, was ich jetzt nicht gesehen habe, hier, aber es wird glaube ich auch bei uns so sein, ist, wenn der Captain der Goalie ist, dann muss er jemanden nominieren. He? Also so war es an der EM und ich denke, es wird bei uns nicht anders sein. Genau, das ist richtig. Wenn der Captain der Goalie ist, dann tut vor dem Spiel tut die Mannschaft den Spieler nominieren, der Ansprechperson für den Schiedsrichter ist. Das ist richtig, ja. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein.
Dann danke ich euch vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Von unserer Seite her ganz einen guten Saisonstart. Wir sehen uns am Freitag beim Kickoff-Spiel in Niedergösgi. Ich wünsche allen Teams viel Erfolg und auch allen Schiedsrichter viel Erfolg, einen guten Saisonstart und freue mich, euch zu sehen auf den Fußballplätzen. Und ja, dann wünschen wir einen schönen Abend und bis bald. Tschüss miteinander.